Es ist wirklich eine Art Phänomen, was sich hier in Sturm Graz abspielt. Und Felix Görner ist der ganzen Sache mal auf die Spur gegangen. So sieht wohl ein Wintermärchen aus. Sturm Graz unter den besten 16. Und so hörte es sich an, als Sturm in die Zwischenrunde stürmte. Bastic, Schopp, Schopp, schießt Tor, Tor, 2:2. Die No-Name-Truppe hat sich einen Namen gemacht, dank ihm, dem Präsidenten Hannes Kartnich. Genau so stellen wir uns einen Alpenkaiser vor. In 8 Jahren aus einem Wald und Wiesen ein Vorzeigeklub geschaffen. Ein Bauchmensch, 110 Kilo und millionenschwer. Zum dritten Mal in der Champions League, der Hannes ist stolz wie Oscar. Wenn man da so durchgeht, dann kann man sagen, hallo Hannes, da ist was gelungen in der Zeit, wo du jetzt bei diesem Verein bist. Stolz sein und seinen Stolz zeigen. Schlappe 800.000 Mark, seine Präsidentensuite auf 4 Rädern. Das ist schöne Musik. Und erst recht, wenn seine Überflieger weiterhin die Großen ärgern. Wir können diesen Mannschaften doch ein Haxel stellen. Ich vergleiche immer David gegen Goliath. Und das gefällt mir eigentlich. Hier regiert der SK Sturm! Wohl war in diesem Stadion, klein, aber für alle Großen, eine Nummer zu groß. 3 Spiele, 3 Siege und alle zu 0. Glasgow, Istanbul und Monaco. Manchester kann kommen. Stellen Sie sich vor, Sie würden gegen uns verlieren. Es wäre eine Schmach in England. Der Herr Beckham könnte dir eine Woche nicht aus Haus gehen. Dafür aber der Ösi Beckham, Markus Schopp, früher HSV, nun schon 3 Champions-League-Tore, der seinen Lauf fortsetzen möchte. Gleich, wenn es wieder heißt. Ja, die totale Begeisterung hier im Stadion, auch für Otto Rehhagel, das könnten Sie gerade nicht mitbekommen in der Pause, in der Beitrag lief. 1000 Leute schreien hier Otto. Also ich sehe es Ihnen auch richtig an, wenn Sie sich umdrehen, so ganz ohne Fußball, Herr Rehhagel, nehme ich Ihnen das nicht ab, auch in nächster Zeit nicht, auch wenn Sie gerne Ihre Freizeit momentan genießen. Ja, aber es ist doch sehr schön, wenn man nicht so zittern muss um den Sieg seiner eigenen Mannschaft, sondern in Ruhe das hier fachlich betrachten kann. Wir haben gerade ein wenig über den Präsidenten hier von Sturm Graz gesehen, ein bisschen exzentrisch ist er schon. Könnten Sie sich vorstellen, unter einem solchen Präsidenten zu arbeiten? Ja, wenn er mir sagen würde, im sportlichen Bereich hätte ich das alleinige Sagen, dann stände dem nichts im Weg.